Sinnvoll ist Definitionssache. Sinn im Leben findet wer auch immer auf andere Art. Was ich als sinnvoll empfinde, denkt ein anderer um Gottes Willen. Was mein Rhodesian Ridgeback als sinnvoll sieht, denkt der Border Collie, Gott bewahre. Also ist sinnvolles Beschäftigen eine individuelle Angelegenheit. Beim Hund spielt die Rasse und das Alter eine Rolle. Beim Rhodesian Ridgeback auch das Wetter. Beim Regen findet sie nichts sinnvoller, als das Trockene zu suchen. Border Collies sind allwetterfest. Ach übrigens, wenn dein Hund gerade den Sinn in seinem Leben gefunden hat, dann störe ihn nicht dabei. Bist du ein Frechdachs? Ja, kaputt gemacht. Da, ja, Bettchen kaputt gemacht. Mhm. So ein Frechdachs. Wo die Bautzis manchmal ihren Sinn sehen, stimmt Frauchen nicht mit überein. Bist du frech? Nun kommt alles, was wir bisher für uns als sinnvoll erachtet haben. Neue Gegenden erschnuppern und den Horizont erweitern. Manchmal mit tierischen Begegnungen verknüpft. Gemeinsam bewegen, was gerade so Spaß macht, wie Joggen, Fahrradfahren, Inlinern. Hunde sind hochsoziale Lebewesen, die den Kontakt mit Artgenossen brauchen. Es kommt auf die Qualität der Hundebegegnungen an, nicht auf die Quantität. Im Leben geht es um die richtige Balance. Sorge für Ruhezeiten. Berührungen sind eine wunderbare Methode, den Hund in den gewünschten Entspannungszustand zu bringen. Außerdem wird das Hormon Oxytocin freigesetzt, was gut zur Vertiefung der Bindung ist. So, Frauchen putzt. Elfi kommt für kurze Zeit in die Box. Es ist ein guter Ort, um abzuschalten. Oder das großartige Stückchen zu verstecken.
Momentanes Spielzeugangebot Quietschi, sehr beliebt. Kauring. Hier kann man Leckerlis verstecken. Zerspiel. Stoffkraki, der zweite schon. Das war der erste. Und das war mal dies. Und Bällchen. Ein Knotenseil sorgt, wie man hier sieht, auch für jede Menge Spaß. Ein gewisser Teil der Spielzeuge steht immer zur Verfügung. Ein Teil kommt eine Zeit lang weg, dann bleibt's spannend. Und ein Teil gibt's zum Beispiel nur beim Spaziergang. So bleibt's besonders. Elfi, pack! Hier so ein Stoffteil, das nur selten rauskommt. Das, was man nicht haben kann, oder was schwer zu bekommen ist, besitzt einen besonderen Reiz. Kira, pack! Hier ein Hanfseil mit seinen tollen Eigenschaften. Er ist robust, biologisch abbaubar und weil er zum Beispiel im Vergleich zu Baumwollspielzeug kurzfaserig ist, sorgt er, sollte er doch mal kleinere Teile verschluckt werden, für eine leichtere Verdauung beim Hund. Der Schnüffelteppich, gut beim schlechten Wetter. Mit Nasenarbeit beschäftigst du deinen Hund entsprechend seiner natürlichen Begabung. Hunde sind wahre Riechspezialisten mit einer weitaus höheren Sensibilität und Unterscheidungsfähigkeit in der Nase. Doch dieses Talent des Hundes muss gefördert werden, damit es sich entwickeln kann. Meine Hunde lieben Suchspiele, drinnen und draußen. Elfi, such! Wo geht's hier? Ich will zu gut. Ja. Elfi, such! Warum apportieren? Vielen Hunden macht Apportieren großen Spaß. Sie bewegen sich und können ihren natürlichen Bedürfnissen laufen, Beute tragen, nachgehen. Das gemeinsame Training stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter.
Bei uns gibt es da aber ein paar Regeln. Der Hund soll mit der Beute zu mir kommen und sie mir in die Hand geben. Zwischendurch gibt's Ruheübungen und der Hund lernt das Warten. Ich fange und beende das Spiel. Die Ältesten im Rudel haben die wichtigste Aufgabe. Unsere Spaziergänge sind so eingeteilt, dass ich auf einem einstündigen Spaziergang ca. 10 bis 20 Minuten sinnvolles Animationsprogramm anbiete, das sich je nach Umweltbedingungen in 2 bis 3 kurze Beschäftigungseinheiten aufteile. Die restliche Zeit wird gemeinsam die Umwelt erkundet und einfach nur locker durch die Gegend getrabt und entspannt die Zweisamkeit genossen. Unsere Notfallpfeife. Da gibt's was Gutes. Ab und zu wechseln wir die Leckerlis. Und Veggie schmeckt auch und ist gut für die Umwelt. Dummies werden zum Apportieren genutzt und ersetzen in der Dummy-Arbeit echtes Wild. Futterdummies lassen sich mit dem Hundefutter befüllen und eignen sich bestens dafür, Hunde sinnvoll zu beschäftigen. Sowohl kopflose Beschäftigung, wie zum Beispiel sinnfreies Ballspiel, sondern auch Dauerbeschäftigung kann innere Unruhe und vor allem impulsives Verhalten bei Hunden begünstigen und verstärken. Dieses unerwünschte impulsive Verhalten spiegelt sich dann im gemeinsamen Alltag und auch an der Leine wider. Sofern du einen von Natur aus sehr aktiven und reizempfänglichen Hund besitzt, achte unbedingt auf eine Art der Beschäftigung, die Ruhe und Konzentration von deinem Hund fordert. Thank you.
Bei der Jagd hetzen Hunde ihre Beute. Mit der Angel wird dieser Vorgang simuliert. Sowohl Hund als auch Halterin müssen sich konzentrieren. Der Hund soll seine Konzentration dabei sowohl auf die Beute als auch auf den Menschen legen. Ihr Hund sollte der Beute nur hinterher jagen, wenn sie ihr okay dazu geben. Auf diese Weise soll der Jagdtrieb des Hundes in geregelte Bahnen gelenkt werden. In jedem Fall muss der Hund jederzeit abrufbar bleiben. Das Hetzen und Jagen der Beute ist für den Hund sehr anstrengend. Nach 5 bis 10 Minuten sollten Sie Ihrem Hund deshalb unbedingt eine Pause gönnen. Gerade im Sommer freuen sich unsere lieben Vierbeiner darüber, wenn sie beim Baden der Hitze der heißen Jahreszeit entfliehen können. Wenn Hunde schwimmen, erfrischt dies nicht nur, sondern stellt zugleich ein schonendes Körpertraining dar. Wenn Hunde schwimmen, ist die Auftriebskraft und der Widerstand des Wassers für die schonende Training von Gelenken, Bändern, Muskeln und der Wirbelsäule dienlich. Bis zu 90% wird der Körper durch das Wasser entlastet.